Weiter geht's beim TT-Gamer. Immer noch in dem Turm, wo sich der erste Höllenfürst versteckt. Bei Gordovan. Oder Gordovan, oder wie es auch immer heißt. Wir wollen weitergehen. Sind hier draußen. Scheinen aber nicht weiterzukommen. Also gehen wir nochmal rein. Nein, wieder in das Monster gelaufen. Okay, der Zauber hat nicht viel abgezogen. Also machen wir die jetzt so platt. Geht auch relativ schnell, finde ich. Aber gibt auch nochmal seinen Senf dazu. Oh, Stachel. Ein abgezogen. Wow. Das ist wirklich viel in dem Vergleich. Im Vergleich dazu, was wir sonst schon abgezogen bekommen haben von den Viechern. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Drittes Stockwerk waren wir. Jetzt gehen wir nochmal ins vierte. Da müssen wir was übersehen haben. Ich meine zu wissen auch wo. Und zwar waren wir noch nicht hier drin. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Da oben gehen wir jetzt mal einfach mal nicht lang. Ich weiß nicht, ob da noch was ist, aber wir gehen jetzt mal hier lang. Und hier befindet sich die Treppe und jetzt können wir ins oberste Stockwerk. Westturm Gordovan, fünftes Stockwerk. Hier sieht man es schon sehr, ja, festlich, königlich. Und jetzt gehen wir hier rein. Und wir werden aufgehalten. Maxim. Ja, ich fühle es auch. Sei vorsichtig. Es ist ziemlich stark. Und was kommt da? Der erste Höllenfürst. Ich erkenne eure Energiemuster nicht. Seid ihr Fremde, Reisende, Krieger vielleicht? Die zerstörte Stadt, aha, du bist also der Übeltäter. Ich hatte erwartet, dass sie sich zumindest ein bisschen wehren. Ich hatte überhaupt keinen Spaß dabei, schade. Warum hast du das getan? Es sieht so aus, als ob ich mit euch mehr Spaß haben könnte. Wie heißt du? Maxim. Ich bin Gardes, der Meister der Zerstörung. Und jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Und diese Musik muss ich an der Stelle mal wieder erwähnen. Sie ist einfach genial, finde ich. So, wollen wir doch mal gucken, ob wir gegen ihn eine Chance haben. Wir greifen voll an. Und er haut unseren Avor mit einem Schlag direkt in die Flucht. Und wir haben kaum eine Chance, wie ihr seht. Bis auf Guy, der hat richtig gut reingehauen. Und wenn ich das so sehe, will ich direkt mal stark machen bei den beiden, weil die können eh mit den Waffen nichts ausrichten. Und jetzt fängt der Zerstörer an. Und seht euch das an. Die beiden haben sich direkt verabschiedet. Wir haben so gut wie gar keine Chance gegen ihn. Er ist einfach zu stark. Krafttrank. Wenn er jetzt zuerst angreift, ja. Jetzt dürfen wir schon platt sein. Und alle vier sind tot. Ihr seid leider trotzdem nur Sterbliche. Schade, sehr schade. Und weg ist er wieder. Und da kommt Iris. Also wir hatten in diesem Kampf keine Chance. Wir hätten uns noch so anstrengen können. Wir hätten immer verloren, weil er ist einfach zu stark. Da haben wir keine Chance. Du bist... Sind alle in Ordnung? Ja. Du bist wieder mal im richtigen Moment aufgetaucht. Danke. Nicht der Rede wert. Maxim, wer ist das? Das ist die Frau, die mir prophezeit hat, dass mein Schicksal im Reisen und Kämpfen liegt. Ich heiße Iris. Du scheinst Freunde gefunden zu haben, Maxim. Du meinst, ja. Gei, Selan, ihr seid auch dafür bestimmt, zu reisen und zu kämpfen. Ich? Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Du hast auch die Kraft, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Den Mächten der Finsternis zu widerstehen? Und jetzt geht sie wieder geheimnisvoll. Iris! Warum bist du auf dieser Reise? Ich suche nach Antworten. Antworten? Auf welche Fragen? Die Zeit vergeht, der Rest liegt in deiner Hand. Also, geheimnisvoll wie sie gekommen ist, geht sie auch wieder. Mein Schicksal ist es, mit dir zu reisen. So weit wären wir jetzt, aber was nun?
Lass uns mal überlegen. Wir sollten nach Pandoria zurückkehren und dem König Bericht erstatten. Gut. Stopp, Leute, wir wollen noch da oben noch in die Tür. Tia, was ist los? Oh, entschuldige. Ich habe gerade über etwas nachgedacht. Oh, wir wollen auch hier noch in die Tür. Da gibt's ja noch ein paar Schatztruhen hier. Skimitar gefunden. Abwehrschild gefunden. Wollen wir mal gucken, ob wir die damit ausrüsten können? Skimitar, ja, erhöht den Angriff, aber auch Abwehr und so werden runtergezogen. Deswegen setze ich das nicht ein, weil ich die Leute immer so ausrüste, dass ich ihnen wirklich nur was gebe, wie hier, wenn alles nach oben geht. Weil ich finde es einfach sinnvoller. So, die anderen brauchen wir jetzt nicht ausrüsten. Damit wir jetzt hier auch schneller raus sind, werden wir wieder den Fluchtzauber benutzen. Spart wesentlich, spart viel Zeit. Hier ist Gordovan. Ah, und jetzt gleich kann ich euch mal den Warp, das Warp-Item oder Zauber oder was das war, was ich gekauft habe ohne Aufnahme, kann ich euch mal demonstrieren. Damit kommen wir nämlich ganz leicht nach Pandoria. Da braucht man dann auch jetzt nicht über die ganze Weltkarte laufen und hier die ganzen Monster wieder mitnehmen. Das können wir uns also sparen. So, was ist jetzt hier los? Komm, ihr zieht mir eh nichts ab. Außer Seelan vielleicht. Macht die Monster eben Platz. Ja, Wert ab, ist klar. Und alle weg. Also ich meine, es war in der Tasche. Hier, Warp. Wir wollen nach Pandoria. Und da beamen wir uns jetzt hin. Und zack, sind wir da. Schloss Pandoria. Da, wo wir sonst den ganzen Part für gebraucht hätten, haben wir jetzt anderthalb Minuten nur gebraucht. Finde ich sehr praktisch. Und jetzt sind wir wieder beim König. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Gordovan zerstört hat. Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gardis unternehmen. Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gardis herausfinden. Ich werde allein gehen. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht zu oft in Anspruch nehmen. Gibt es hier jemanden mit dem Namen Guy? Ja, was möchtest du? Hier ist ein Bote aus Tanbil. Er berichtet, dass es deiner Schwester schlechter geht. Was, Leana? Guy, geht zurück nach Tanbil. Aber Gardis ist zu stark. Ich kann euch jetzt noch nicht im Stich lassen. Leana braucht dich jetzt. Mehr denn je. Geh und stehe bei ihr. Das stimmt, aber mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst, kann es wirklich... Mein König, ich bitte euch um Seelans Hilfe. Wir helfen ihr auch, mehr über Gardis herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du damit einverstanden, Seelan? Ja, mein König. Ich beauftrage dich und Maxim damit, mehr über diesen ominösen Gardis herauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Hier kommen sie wieder in dieses Besprechungszimmer. Ich werde nun nach Tanbil gehen. Ich hoffe, dass Leana gesund wird. Meine Schwester ist stark, sie wird nicht aufgeben. Außerdem ist Jesse bei ihr. Ja, ich weiß. Also, haltet die Ohren steif. Ich bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß, also dann, bis bald. Leana wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxim? Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir hören, Seelan. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nein, ich möchte wissen, was mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal und, ja, was es mit deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst diese komische Schicksalsgeschichte? Ja, außerdem möchte ich Gardis besiegen. Das hat etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gardis besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich ihm mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Du denkst doch das Gleiche, Maxim. Ja. Das habe ich mir gedacht, deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt endlich? Ja, aber noch nicht hundertprozentig. Wow, du bist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Lass uns nun durch den Turm nach Minias gehen.
Die Barriere im Turm sollte nun aufgebaut sein. So, hier mache ich jetzt auch einen Cut. Ich werde auf der Weltkarte noch ein bisschen leveln. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer TT.